Ja, Alicia, du bist schon wieder bei mir, aber diesmal nicht als Bruchkätzchen, sondern als... Tanzmariechen. Und wen hast du denn Nettes mitgebracht? Die Leonie. Erzähl mir doch mal, was denn überhaupt der Unterschied ist von einem Tanzmariechen und einem normalen Bruchkätzchen. Man hat beim Tanzmariechen mehr Akrobatik drin. Also man tanzt anstatt in der Gruppe, tanzt man alleine oder so wie wir beide also tanzt zusammen ein Medley. Für dich ist es ja eigentlich eine Dreifachbelastung. Also man muss ja bedenken, du als Tanzmariechen, als Bruchkätzchen und der Zeitreisentanz. Ist das nicht ein bisschen stressig? Doch, aber die Ja. Mama hilft mir. Ah, gut. Es ist ja gut, wenn man jemanden hat, der einem hilft. Und erzähl mir doch mal, wie gut man sich verstehen muss, wenn man als Tanzmariechen zusammen tanzt. Also wir verstehen uns sehr gut. Wir machen auch ab und zu Quatsch im Training, aber ich glaube, das muss halt auch sein, so dass es nicht zu streng ist. Und ja, also man muss sich schon gut verstehen, dass das auch harmoniert auf der Bühne. Und wie sieht's aus? Möchtest du denn mal Prinzessin werden? Steht das so in Optionen für dich? Ja, das wollte ich schon immer. Ja. Von welchem Mädchen ist das nicht der Kindheitstraum, dass man mal Prinzessin werden will, oder? Also ich wollte auch mal Prinzessin werden, aber ja, gut. Nicht so ganz. Warum denn nicht? Prinzessin sein ist doch was Tolles. Guck dir doch mal die Sache an, was die alles bekommt. Die bekommt ganz viele Geschenke und bekommt ganz viel Aufmerksamkeit. Ja, was Ich ist denn will kein los? Kletternzieher. Ah, da haben wir es schon. Ja, aber als Tanzmariechen hast du doch auch so ein halbes Kleidchen. Aber kein so langes Kleid. Ah, okay. Ja, gut. Dann findet man bestimmt noch eine Lösung, oder? Es kann ja auch mal eine Prinzessin geben, die nicht so ein langes Kleid hat. Ja, da sprechen wir mal in 10 Jahren nochmal drüber oder irgendwann. Jetzt würde ich mal sagen, Alicia, guck mich nicht so an. Jetzt würde ich mal sagen, verabschieden wir das Publikum. Kündige du das lieber mal an, ich kann das nicht so gut. Tschüss. Oh. Okay.